Heute lassen wir die CBE10 gegen Canon N50 Mark II antreten. Ich denke, dieser Vergleich macht wirklich durchaus Sinn. Die CBE10 ist eine Einsteigerkamera, die meiner Meinung nach semi-professionell ist. Und Canons M50 Mark II ist auch eine Einsteigerkamera. Deswegen macht es Sinn und wir schauen das Ganze mal im Detail an nach dem Intro. Servus Freunde, herzlich willkommen bei diesem Vergleich. Ich denke wirklich, das macht durchaus Sinn. Warum aber auch jetzt vorweg eine Info von euch es Sinn macht, ist vor allem der Preis und das Produktgewicht. Wir liegen ungefähr beim selben Preis und beim selben Gewicht. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich da einen Vergleich machen kann. Und ich bitte euch vorab, bitte kein Hate in den Kommentaren. Canon ist besser oder Sony ist besser. Ja, ja, also wir möchten jetzt hier kein Hate haben. Ich möchte wirklich objektiv hier die Unterschiede vorzeigen. Es geht mir primär um Vorteile der CBE10 und Vorteile der Canon N50 Mark II. Ja? Und dabei gehe ich auf Unterschiede ein und dann werden wir sehen auf jeden Fall, welche Kamera besser ist. Wobei subjektive Meinungen kann man natürlich auch akzeptieren. Und am Ende aber sage ich auch meine Meinung dazu. Fangen wir mit den Vorteilen der Canon M50 Mark II an. Und ich glaube, ich werde nicht ständig diesen Namen aussprechen, ist mir viel zu lang. Also auf jeden Fall so. Der erste Vorteil der Canon ist, es hat einen elektronischen Viewfinder, also den Sucher. Und das hat 2,36 Millionen Dots. Das ist wirklich wie High-Class-Modelle von der Sony A7 S3. Das hat nämlich genauso viele. Und wer hier wirklich sehr viel Fotografie macht, wirklich sehr, sehr viele Fotos macht, für den ist es auf jeden Fall ein großer Vorteil. Der nächste Vorteil ist, es hat einen eingebauten Blitz, also Built-in-Flash. Ihr kennt das Ganze ja, die Kameras haben ja oben meistens so einen Blitz, der rausspringt quasi. Und das hat auch die Canon M50 Mark II. Und jetzt habe ich den Namen wieder lang ausgesprochen. Wie dem auch sei, aber diesen Blitz benutzen eigentlich gar keine, wenn ich gerade überlege, weil die meisten, die das Ganze als Hobby, semi-professionell oder professionell oder wie auch immer für eine Professionalität sie es als ausüben, die haben meistens einen externen Blitz, den sie halt dann anbringen, der viel, viel besser ist und den man über Hotshot Mount halt montieren kann. Der nächste Vorteil ist, die Canon hat einen Touch-Menü, ja, also du kannst auf dem Screen oder auf dem Display per Touch das ganze Menü steuern. Die CBE10 hat das leider nicht. Also es gibt nur den Touch-Fokus. Da kannst du quasi, ja, wenn du halt dein Screen vor dir hast und dann kannst du mit dem einen Finger da halt dein Display betatschen. Ja, ist sehr dumm erklärt gerade von mir wie ein Grundschüler, aber egal. Kannst auf jeden Fall irgendwo hinklicken, dann kannst du den Fokus zum Beispiel da auf den jeweiligen Punkt wählen. Aber im Menü kannst du halt nicht mit der CBE10 das Ganze über Touch steuern. Menü war eigentlich nicht das richtige Stichwort für den nächsten Vorteil für die M50 Mark II. Und zwar hat Sonys CBE10 leider noch das alte Sony-Menü, wohingegen das von Canon hat einen viel besseren Layout und man findet sich viel besser im Menü zurecht. Und das wurde auch schon leider bemängelt bei der CBE10, dass es halt noch das alte Menü hat. Aber man kann da ein bisschen Abhilfe schaffen, wie zum Beispiel die Custom-Buttons, was man belegen kann, oder das Schnellauswahlmenü. Die älteren Brüder wie die A7 S3 oder die A7 IV haben Sonys neue Menü und das ist auch viel, viel besser. Mal sehen, wann irgendwann ein neues APC-Flaggschiff rauskommen wird, ob es dann ein neues Menü bekommt oder das alte, nicht so gute Menü, sage ich mal. Der nächste Vorteil ist ein bisschen subjektiv, darüber kann man nämlich ein bisschen streiten, aber wie ich es auch so mitbekommen habe von anderen YouTubern, und zwar die Farben direkt aus der Kamera. Ihr wisst ja, es gibt ja Farbprofile und wir reden aber jetzt nicht über die Farbprofile, sondern wir reden direkt über die Farben aus der Kamera, also kein Farbprofil. Und die Farben von der Canon finde ich persönlich ein Ticken besser, sieht etwas besser aus. Wohingegen aber auch zum Beispiel die CBE10 auch die neuen Farben hat, finde ich aber trotzdem die Farben der Canon besser. Wenn wir natürlich jetzt ein Farbprofil auswählen, S-Log oder HLG3, das trifft darauf nicht zu, weil da hast du dein eigenes Color Grading, Color Correction,
Das kannst du nach deinem Geschmack verändern, wie du möchtest. Aber wenn wir speziell jetzt das anmerken, wo wir kein Farbprofil auswählen, ist, finde ich persönlich, das von der Canon besser. Alle Punkte, die ich jetzt gerade erwähnt habe, erzeugen einen neuen Punkt, und zwar die Verwendbarkeit. Weil eben das Menü so ist und weil es so einsteigerfreundlich ist, ist es auch ein Vorteil. Ja? Das heißt, du kannst die Kamera nehmen und einfach irgendwie starten und loslegen, wohingegen die CV E10 eher, sage ich mal, nicht so ein einsteigerfreundliches Modell ist, wie hingegen zu der CV One, die ist ja eher einsteigerfreundlich. Die CV E10 ist, sage ich mal so, für Leute wie mich oder wie mir, die halt Content machen möchten und damit eine viel größere Vielfalt haben. Für Leute, die wirklich als Entry-Level Kamera-Einsteiger sehen da ein bisschen leider schwarz, weil es etwas schwerer ist, damit umzugehen. Das waren die Vorteile der Canon M50 Mark II, und jetzt habe ich wieder gesagt, egal. Fangen wir aber jetzt mal mit den Vorteilen der CV E10 an, und das ist auch jetzt eine Menge eigentlich, wo ich das mir nochmal angeschaut habe. Der erste Punkt geht darin, dass der CV E10 einen Headset-Port hat. Das heißt, du kannst einen Kopfhörer oder einen Kopfhörer anschließen und dich selbst monitoren, wie du dich gerade hörst. Das kannst du bei der Canon leider nicht machen, und in Punkten Video ist auch die CV E10 besser. Warum? Weil da hast du viel mehr Möglichkeiten, was die Framerates angeht. Die Sache ist, also wir wissen ja, es gibt ja jeweils NTSC und PAL. Das ist immer regionsspezifisch. In Nordamerika nutzt man ja NTSC. Und wenn ihr auf NTSC umstellt, die Kamera, habt ihr bei den 4K 24 Frames, 30 Frames und ja, das war's eigentlich. Und in 1080p habt ihr dann 120 Frames und 60 Frames. In PAL habt ihr bei 4K nur 25 und in 1080p habt ihr nur 50 und 100 Frames. Bei der Canon habt ihr nur in 4K, in NTSC 24 Frames. Also das heißt, im PAL müssten das dann nur 25 sein. Also das heißt, wir haben bei NTSC, bei der CV E10, mehr Frames-Auswahlmöglichkeiten. Und deswegen kann man auch nur bei Full HD, also 1080p, bei der Canon leider nur bis 60 FPS gehen. Was vor allem zum Beispiel Slow Motion angeht, haben wir bei der CV E10 die Oberhand, weil wir können da auf jeden Fall viel weiter unser Footage runterrattern, sage ich mal, also runterslowen. Das können wir leider bei der Canon M50 Mark II nicht so viel. Also bei 60 FPS kannst du nicht so viel runtergehen wie bei 100 FPS. Der nächste Vorteil ist, und das hatte ich auch schon vorher ein bisschen angeteasert, und zwar bietet die CV E10 Farbprofile an. Bei der Canon haben wir leider gar keine Farbprofile. Wir haben nur die Farben direkt aus der Kamera. Bei der CV E10 haben wir S-Log-Profile, HLG, Sine und so weiter und so fort. Und das können wir wirklich nach unserem eigenen Geschmack das ganze Color graden und wie auch immer Color korrigieren, wie wir möchten. Das können wir leider bei der Canon nicht. Und das ist für mich ein großer Nachteil auf jeden Fall, was es bei der Canon angeht. Der nächste Vorteil ist, wir können bei der CV E10 unlimitiert aufnehmen. Das haben wir auch schon in anderen Videos bei mir gesehen. Bei der Canon können wir leider nur 29 Minuten lang aufnehmen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, weil du eben ein Einsteiger bist, hey Sedo, 29 Minuten reichen vollkommen aus. Also, die Sache ist immer, für wen ist die Kamera eigentlich gedacht und was willst du mit der Kamera machen? Mir reichen die 29 Minuten auf keinen Fall auf. Warum? Ich klicke auf Aufnehmen und dann gehe ich mal dahin und mal mach dies und jenes oder habe ein Skript hier, mach kurz eine Pause und lese weiter, wie auch immer. Ja, das reicht mir nicht aus. Ich habe viel längere Aufnahmen, je nachdem, wie lang halt das Video wird. Es ist länger. Wenn du natürlich als Hobby-Fotograf nebenbei mal Videos aufnimmst, dann reicht es vollkommen aus, gar keine Frage. Aber für mich als Content-Creator überhaupt mit dem Gewissen aufzunehmen, dass ich nur eine halbe Stunde aufnehmen kann, ist für mich ein sehr großer Nachteil. Der nächste große Vorteil ist, und zwar, wir haben bei der CV E10 die 4K-Auflösung Downsample von 6K. Das bedeutet, wir haben hier extrem gute Farben und ein extrem scharfes Bild. Bei der Canon hingegen haben wir die Sache, dass es ein direktes 4K-Bild ist und nicht Downsample von 6K ist. Des Weiteren ist ein großer Nachteil bei der Canon, wenn wir in 4K aufnehmen, haben wir einen Crop. Also das ist schon mal krass. Also ich nehme in 4K auf und ich habe ein Objektiv. Hier sieht man 30 mm Brennweite draufgeschraubt, alles gut. Wenn ich das gleich bei der Canon nämlich mache, habe ich die 30 mm mal 1,6. Wir haben hier einen Crop um 1,6
Und das ist schon krass, ja. Also ihr müsst bedenken, wenn ihr das dann halt dementsprechend drauf macht, dann müsst ihr mit der Kamera damit rechnen, dass ihr ein gutes beides Stück nach hinten gehen müsst. Und das wiederum ändert auch Depth of Field und Field of View. Aber das Gute ist, in 1080p haben wir bei der Canon gar keinen Crop und das ist schon mal eine gute Nachricht. Der nächste große Vorteil, einer der größten Vorteile sogar bei der ZV-E10 ist der Autofokus. Das heißt, du hast quasi einen Balken, ja, so Umrandung um dein Auge und um dein Gesicht herum, was dich dann immer fokussiert. Das heißt, wenn du rein, egal wo du hingehst, ja, egal wie du dich bewegst jetzt, ich bin ja im Fokus, mein Gesicht im Fokus. Das haben wir bei der Canon leider nicht. Wir haben in 4K einen miserablen Autofokus, der ist so schlecht, dass man den überhaupt nicht benutzen kann, wirklich. Also dein 4K-Footage ist unbrauchbar, wenn du das Ganze nicht auf manuell einstellst, also manueller Fokus, und dann halt dementsprechend solche Aufnahmen machst, auch vom Stativ, wie ich bei mir gerade. Deswegen ist das wirklich unbrauchbar. Allerdings können wir bei der Canon Dual Pixel Autofokus einstellen, also heißt die Funktion, wie bei der Sony Eye und Face Detection Modus. Das können wir bei der 1080p-Variante machen und das ist gut, ja. Das heißt, du kannst den guten Autofokus nur in 1080p verwenden und in 4K nennt sich das Ganze bei Canon Kontrast-Autofokus, glaube ich. Und das ist halt miserabel, deswegen, ja, da musst du halt schauen, wie das Ganze umgeht. Am besten vielleicht auf manuell einstellen, wie ich vorhin erwähnt habe. Ja, und der nächste Vorteil ist ein kleiner Vorteil, aber es ist ein Vorteil. Bei der ZV-E10 haben wir einen USB-C-Port, womit wir auch dann die Kamera mit Strom versorgen können. Das haben wir leider bei der Canon nicht. Bei der ZV-E10 können wir alle APS-C-Objektive speziell mit den Sony's E-Mount-Systemen nutzen. Das heißt in anderen Worten, wir können auf einem APS-C-Kamera von der Sony, und zwar die APS-C-Objektive nutzen, ist ja logisch, aber auch die Vollformat-Objektive nutzen. Ob das Ganze jetzt Sinn macht oder nicht Sinn macht und wie das mit dem Crop-Faktor ist, ist erstmal egal. Aber der Fakt und die Tatsache, dass man es kann, ist auf jeden Fall ein großer, großer Plus. Des Weiteren gibt es hier wirklich viel Auswahl von Drittanbieter-Herstellern wie Sigma, Samyang, Tamron und so weiter, die ein Sony E-Mount-System objektiv anbieten. Wirklich, da gibt es wie Sand am Meer Auswahl an Objektiven. Bei Canons M-Mount haben wir leider nicht so viel Auswahl wie bei Sony. Also es ist etwas eingeschränkter, was die Auswahl angeht. Für Canon gibt es aber dafür speziell auch einen EF-Adapter, nennt sich das Ganze. Dann kann man halt quasi einen Adapter auf die Kameralinse drauf machen und dann kann man auch andere Mounting-Systeme nutzen. Aber das ist ein extra Schritt, extra Preis und die Kamera wird schwerer und es gibt auch APS-C-Objektive, die auch schwer sind. Also im Großen und Ganzen bringt das Nachteile mit sich, aber trotzdem kann man halt dann dementsprechend auch die anderen Objektive an der Canon M50 Mark II nutzen und jetzt habe ich den Namen wieder gesagt. Der nächste Vorteil, und ich muss es halt leider sagen, auch wenn es ein bisschen lächerlich ist, und zwar die Sony ZV-E10 wiegt 343 Gramm und die Canon M50 Mark II wiegt, wo steht es bei mir, 387 Gramm. Also das sind 40 Gramm, ein bisschen mehr oder 30, 35 Gramm mehr. Juckt niemanden diese 30 Gramm, aber ich sag's mal einfach, damit wir die Liste halt vollständig haben, dass es halt ein Vorteil ist. Und jetzt kommen wir wieder zu einem richtig großen Vorteil. Und ihr Sony-Nutzer, die das gerade gucken, die kennen das schon, aber für jetzt dich als Neueinsteiger oder Anfänger oder Interessent, sage ich mal, vielleicht kennst du das gar nicht. Und zwar gibt es bei der Sony ZV-E10 oder bei allen Sony-Kameras eigentlich Zebras, nennt sich das Ganze. Also ein Zebra ist ja quasi schwarz-weiß. Und Zebras dienen dazu, um eine Überbelichtung in deinem Video, in deiner Aufnahme, Foto einfach zu erkennen. Das heißt, auf deinem Display hast du Informationen darüber, dass quasi diese Stellen im Bild überbelichtet sind. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Feature, der auf jeden Fall bei mir nicht fehlen darf. Bei der ZV-E10 können wir über den USB-C-Anschluss auch streamen, und zwar in 720p. Ob das Ganze so toll ist, erstmal dahingestellt. Bei der Canon können wir nur über den USB 2.0 Port mit 576 Ports streamen und das Ganze sieht leider nicht so toll aus und das kommt dann über Canons kostenlosen Software an deinem PC. Deswegen würde ich bei Canon und auch bei der Sony den Mini-HDMI-Port nutzen mit einer Capture-Card, da kannst du in 4K oder Full HD ganz easy peasy streamen. Der nächste Vorteil ist und zwar die Stabilisierung. Wir haben bei der ZV-E10 die Möglichkeit,
den elektronischen Stabilisator zu nutzen, also zum Beispiel den Active Stabilization Modus. Du hast zwar einen extremen Crop von 44%, aber du kannst auch diese Funktion verwenden, wenn du einen Crop allgemein haben willst. Zum Beispiel, ich habe hier eine 30mm Objektiv drauf und wenn ich das Ganze aktiviere, ich muss ja nicht damit vloggen, habe ich einen Crop von 44%. Das heißt, wir hätten dann ungefähr, wir hätten hier fast 45 oder so 42mm hätten wir auf jeden Fall. Und ja, das können wir bei der Canon nicht machen. Also es hat auch einen Stabilisator, aber der ist nicht so gut. Und das Problem ist, bei Canon hast du einen Crop um das 1,6-fache. Und deswegen macht es für mich gar keinen Sinn. Ja, wir haben zum Beispiel ein Objektiv hier, das Sony 11mm. Und wenn ich einfach jetzt vloggen zum Beispiel möchte, dann mache ich das drauf, habe 11mm und hau das Ganze in Kette des Brows rein. Das ist Sony's kostenlose Programm. Und dann kannst du dein Footage um 10% croppen. Und das sieht wirklich extrem stabil aus. Ich habe dazu auch schon Videos gemacht. Kannst du dir einfach mal anschauen. Und das kannst du leider bei Canon nicht machen. 11mm mal 1,6. Und das ist sehr, sehr nah. Bei Sony hast du immer einen Crop von 1,5 und bei Active Stabilization sogar nur 44%. Das heißt, du bist sowieso mit Active Stabilization viel weiter entfernt als bei Canon. Und aber lieber Kette des Brows nutzen, nur 10% Crop und das sieht hammergeil aus. Welches würde ich kaufen? Und die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Auf meinem Stativ steht die Zivi i10. Die Zivi i10 ist fast in allen Punkten besser. Farbprofile, sehr großartige Autofokus, Zebra-Funktion, 4K sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben die Möglichkeiten, extrem viele Objektive dran anzubringen. Und wir haben auch keine Limitierung, was die Aufnahmen angeht. Kann ich aber trotzdem eine Empfehlung für die Canon M50 Mark II eigentlich aussprechen? Oder für wen ist die Kamera eigentlich geeignet? Und es kommt eine Antwort vielleicht, mit der du nicht gerechnet hast. Wenn du ein Hybrid-Shooter bist, also wenn du zum Beispiel Videos und Fotos aufnimmst, aber mit großer Gewichtung eigentlich eher Fotos, weil du ja deinen elektronischen Viewfinder hast, dann ist es schon mal ein Plus für die Canon M50 Mark II. Wenn du kein Problem hast mit dem Record Limits, also limitierte Aufnahme, weil wegen 29 Minuten, wenn du kein Problem hast mit dem Autofokus in 4K und damit leben kannst, in 1080p aufzunehmen und dir das vollkommen ausreicht und du die Farben, die direkt aus der Kamera rauskommen, magst und viele Leute mögen wirklich die Farben direkt aus der Kamera und du ebenso auch das Touch-System, ja, also mit dem Menüführung, dass man es per Touch bedienen kann und die allgemeine Menüführung, wenn du das alles magst und schon kennende Kameras auch hast und dir einfach das System an sich gefällt, dann ist es auf jeden Fall ein guter Kaufgrund für diese Kamera. Dann würde ich dir sagen, wenn diese Gründe, die ich dir gerade genannt habe, dir zusprechen, dann ist es ein großartiger Kaufgrund. Ansonsten, wenn dir diese Gründe nicht zusprechen und die Gründe, die ich bei der Zivi i10 genannt habe, zusprechen, dann hast du eigentlich deine Antwort bereits gefunden. Ja, und wie schon gesagt, ich würde definitiv die Zivi i10 kaufen, alleine schon wegen den Farbprofilen, Record Limits, Zebras und Autofokus vor allem. Das sind für mich, also darüber lässt sich nicht streiten, auch nicht diskutieren. Das ist wirklich essentiell und deswegen würde ich auf jeden Fall die Zivi i10 zwischen den beiden Kontrahenten bevorzugen. Das war's zum Video. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, die Auswahl zwischen den beiden Kameras, welche für dich die bessere ist oder besser geeignet ist, und würde mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Und wenn du Feedback geben möchtest, würde ich diese auch gerne dann begrüßen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und zum nächsten Video.